Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Es geht heute nochmal um einen Autoren, wo ich schon mehrere Bücher von gelesen habe. Er hat immer sehr tiefgründige Themen, sage ich mal, die sich mit dem Sinn des Lebens ein bisschen beschäftigen, mit dem Leben nach dem Tod und sowas. Und das gefällt mir echt sehr gut, das interessiert mich immer sehr. Und ich finde auch, dass er gut schreibt. Ich denke mal, das ist klar, sonst würde ich ja auch nicht so viele Bücher, sage ich mal, von ihm lesen. Und heute geht es um die fünf Menschen, die dir im Himmel begegnen, von Mitch Albom. So sieht das Ganze aus. Ich finde das Cover, ja, so mittelmäßig schön, sagen wir mal. Es ist nichts Besonderes, aber trotzdem irgendwie ein bisschen ansprechend, finde ich. Wenn ich das jetzt so sehen würde, würde ich vielleicht nicht unbedingt dazu greifen, sage ich mal. Aber aufgrund dessen, dass ich den Autoren halt schon kenne, seine Schreibweise und Thematiken, die er so behandelt und so, hat es mich dann halt eben angesprochen. Das Buch ist im Goldmann Verlag erschienen, hat 220 Seiten, ist damit eigentlich ein süßes, dünnes Büchlein, schnell zu lesen, und das hat von mir 4 Sterne bekommen. In dem Buch geht es um Eddie, er ist 83 Jahre alt und an seinem 83. Geburtstag stirbt er durch einen blöden Unfall, würde ich mal so sagen, und er landet im Himmel. Aber es ist nicht so, dass er dort irgendwie im Paradies landet, mit, keine Ahnung, Flüssen aus Honig, und er trifft sofort seine ganze Familie wieder und sowas alles. Sondern er begegnet 5 Menschen. 5 Menschen, die sein Leben beeinflusst haben oder dessen Leben er selber beeinflusst hat. Und sie klären ihn sozusagen auf über sein Leben, über die Bedeutung seines Lebens und ja, geben sozusagen seinem Leben einen Sinn, denn vorher hatte er gedacht, sein Leben wäre sinnlos, bedeutungslos, er hätte nichts erreicht. Eigentlich wäre es auch nicht schlimm gewesen, er hätte nicht gelebt, weil er halt eben seiner Meinung nach nichts erreicht hat. Dass dem nicht so ist, das lernt er und auch der Leser im Verlauf dieses Buches. Also er trifft halt diese 5 Menschen, die jeweils ihre eigene Lebensgeschichte sozusagen so ein bisschen wiedergeben und dann halt auch den Einfluss auf Eddies Leben halt eben oder Eddies Einfluss auf deren Leben. Es ist ja so, dass dieser beschriebene Einfluss auch nicht immer positiv sein muss. Es kann ja auch sein, dass es negativ ist. Und in diesem Zusammenhang finde ich dann das Thema Vergebung, das dann irgendwann am Ende des Lebens nochmal aufkommt, auch sehr, sehr gut. Also ich meine, viele Leute bereuen ja vielleicht auch Dinge. Viele Leute wissen gar nicht, dass sie etwas Schlechtes ausgelöst haben in ihrem Leben oder so. Und das finde ich auf jeden Fall gut, dass dann im Endeffekt sowas ja, nochmal kommt, dass man, wie gesagt, über alles dann den richtigen Überblick, die richtige Sichtweise bekommt und im Endeffekt dann alles verziehen wird. Das finde ich sehr, sehr gut, und das ist ein schönes Gefühl, wenn so etwas tatsächlich dann am Ende kommen würde. Und das Ganze ist wirklich sehr, sehr interessant geschrieben, sehr, sehr spannend, finde ich. Hat mich auf jeden Fall in seinen Bann gezogen, sodass ich unbedingt mehr erfahren wollte. Und ich finde, das ist gut ausgearbeitet, diese Idee. Die Idee an sich finde ich total gut. Also so die Vorstellung, dass man, bevor man sozusagen tatsächlich irgendwie in seinen Himmel kommt, nochmal diese Menschen begegnet, die irgendwie wichtig für einen waren oder die, für die man selber wichtig war, und dass sie einem dann irgendwie nochmal so zusammenfassend sozusagen die Bedeutung seines Lebens irgendwie wiedergeben, finde ich echt eine schöne Vorstellung. Und es ist ja häufig so, dass man selber vielleicht nicht unbedingt der Meinung ist, man hätte jetzt was bewegt oder so. Man hat das Gefühl, man lebt so in den Alltag hinein, ohne dass großartig was passiert, sag ich mal. Und wer kann jetzt von sich selber irgendwie behaupten, dass er großartig die Welt verändert oder sonst irgendwas? Und das finde ich eigentlich schön, oder fände ich schön, wenn es so wäre, dass einem dann sozusagen sein Leben nochmal irgendwie am Ende erklärt wird. Und von daher mag ich das Buch echt gerne. Es ist ein schöner und leichter Schreibstil, gut wegzulesen und schnell wegzulesen. Und 220 Seiten, das ist ja eh dann ziemlich kurzweilig, hat aber dennoch
wie gesagt, ein interessantes, spannendes Thema, ist tiefgründig, ist auch teilweise emotional und hat auf jeden Fall einen tieferen Sinn. Also es hat sozusagen die Message, sage ich mal, dass jeder etwas bedeutet, dass kein Leben sinnlos oder bedeutungslos ist, dass alle Geschichten irgendwie miteinander verwoben sind und dass viele Lebensgeschichten eine große Geschichte sozusagen ergeben und dass alles irgendwie miteinander verwoben ist und dass alles aus einem bestimmten Grund und aus einem bestimmten Sinn sozusagen geschieht. Und das finde ich ist eine tolle Botschaft und ich bin froh, dass ich das Ganze gelesen habe. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen und ich bin gespannt auf weitere Bücher von Mitch Albom. Ich werde auf jeden Fall noch das ein oder andere von ihm lesen. Ich habe hier noch Dienstags bei Maury auf jeden Fall von ihm hier liegen. Und vielleicht wird auch noch das ein oder andere hier landen, das ich dann irgendwann im Verlauf der Zeit mal lesen werde. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen begeistern für dieses Buch, ein bisschen neugierig darauf machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.